Die Pokémon-Welt ist so komplex und hat so viele Facetten, dass es echt schwer sein kann, den Überblick zu behalten. Es gibt einfach eine überwältigende Menge an Informationen, die im Internet herumschwirren. Deswegen zeige ich euch heute über 30 Webseiten und Tools, die euch auf eurer Reise als Pokémon-Trainer helfen können. Leah's Mind. Ich behandle heute diese Themen hier und wenn euch nur eine bestimmte Sache interessiert, dann springt einfach in der Timeline zu dem Kapitel. Und übrigens, sollte ich irgendwelche Sachen hier nicht erwähnen, die ihr aber erwähnenswert findet, dann ab mit euch in die Kommentare, schreibt einfach ins angepinnte Kommentar eure Webseiten, eure Tools dazu, die ihr noch gut findet. Denn ich kann nicht alles kennen. Ich behandle zum Beispiel auch kein Competitive und kein TCG, weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Die meisten Seiten und Tools sind natürlich auf Englisch, das ist ein bisschen blöd immer mit deutschen Pokémon-Namen, aber viele Seiten sind auch auf Deutsch, keine Angst. Aber ganz ehrlich, man muss ein bisschen Englisch können, um im Internet zurechtzukommen. Aber legen wir einfach los. Aber dafür setze ich mich erstmal hin, denn ich stehe doch nicht dabei. Also Wikis, keine Angst, ich gehe da recht schnell durch. Ich meine, die meisten Wikis kennt ihr natürlich. Aber es kommt ein bisschen drauf an, welche Vor- und welche Nachteile die Webseiten haben und ich zeige euch einfach, wie ich sie benutze. Die bekanntesten sind wohl PokeWiki, BisaFans, das sind die zwei deutschen eben, Bulbapedia und Serebii. Ich persönlich gehe nie auf die Seite per se und suche dann was, sondern ich google immer mit der Seite. Und dann kriege ich die PokeWiki-Seite dafür und hier finde ich eben alle Informationen zu einem Pokémon, die ich gerne hätte. So suche ich zumindest zum Beispiel nach, wie entwickelt sich das Pokémon, wo finde ich das Pokémon, auf welcher Route, einfach die Basic-Informationen zu einem Pokémon, Attacken, Stats und so weiter. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel gerne wissen würde, wie das Pokémon in Shiny aussieht, dann gebe ich bei Google ein Zedraking Serebii. Serebii übersetzt zum Glück die Seite direkt, das heißt Zedraking auf Englisch ist Kingdra und dann habe ich hier alle Editionen und wie das Shiny dazu aussieht. Wenn ich hier auf Gen 9 gehe, kriege ich hier das Gen 9, den Gen 9 Vergleich. Hier sind natürlich auch alle Stats und auch die gleichen Sachen wie auf PokeWiki, aber an Serebii ist das Schöne, ich sehe eben hier den direkten Vergleich zwischen den beiden Sprites in jeder möglichen Gen. Bulbapedia ist so ungefähr genauso aufgebaut wie PokeWiki, nur ist Bulbapedia um einiges mit mehr Informationen ausgestattet. Zum Beispiel hier bin ich beim Pokerus. Das sind all die Sachen, die mir zum Pokerus gesagt werden. All die Infos, sogar Algorithmus, was nicht alles. Wenn ich aber bei PokeWiki gucke, ist das eine um einiges kürzere Seite. Fertig. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr nach einem gewissen, nach einer Ability, nach irgendeinem gewissen Konzept in einem Spiel, nach einem Gimmick sucht, dann sucht vielleicht, wenn euch die Informationen nicht ausreichen, auf PokeWiki oder auf der deutschen Website, geht auf Bulbapedia oder auf englischen Wikis, da habt ihr meistens um einiges mehr Research. Serebii hat auch noch eine coole Sache, die die anderen nicht haben, und zwar eine interaktive Karte. Wenn wir hier eben eingeben, Serebii, oder die interaktive Karte heißt PokeEarth, also PokeEarth, und dann zum Beispiel Paldea eben eingeben, dann kommen wir zu einer interaktiven Karte von Paldea und können hier einstellen, welche Pokémon, was ich sehen möchte, und es wird genau angezeigt, wo die Sachen sind. PokeEarth auf Serebii, super gut, um einfach visuell Pokémon zu finden oder Items zu finden. Serebii benutze ich auch als News-Seite. Wenn ihr also wirklich up-to-date bleiben wollt mit Pokémon-News, ich gehe einmal am Tag auf Serebii, hier auf die Startseitung, scroll hier einmal durch. Die drei Sachen zurzeit ist krasse Flaute in Pokémon. Es sind nur die typischen Unite, Kaffee Remix Sachen und sowas. Aber wenn ihr hier einfach einmal am Tag kurz drauf geht, wisst ihr immer, ist gerade eine Eventverteilung von einem Shiny? Ist gerade irgendein Wettbewerb, wo ich was gewinnen kann? Da sind einfach immer die aktuellen News und wenn ihr einmal am Tag drauf schaut, verpasst ihr nichts mehr. Aber es gibt eben noch ein paar besonderere andere Wikis, die auch sehr coole Informationen haben. Zum Beispiel Pokeos. Und übrigens, ich habe nur einen Adblocker an, damit ihr jetzt nicht hier Werbung kriegt, weil Werbung sollte nur der eine sehen und jetzt nicht ihr. Deswegen, normalerweise habe ich den Adblocker aus und mache ihn nur an auf irgendwelchen bösen Sketchy-Seiten und sowas. Aber jetzt, ich kann euch hier jetzt nicht Werbung zeigen. Pokeos stellt sich so langsam raus als eine krasse, krasse Datenbank. Die sind da echt hinterher, wirklich alle Informationen reinzupacken, die es nur gibt. Mal ein, zwei Beispiele dafür. Wenn ihr auf Pokédex geht und jetzt geben wir wieder Zedraking ein, Nachteil, hier entdeckt er nicht den deutschen Namen. Ich muss den englischen Namen wissen. Das könnten die aber irgendwann vielleicht updaten. Wenn ich also Kingdra mache, werden mir hier, wie auch auf allen anderen Wikis, krasse Informationen, alle Informationen gegeben, wo ich das Spiel, wo ich das finde. Es sieht aber vor allem alles ein bisschen cooler aus, ein bisschen moderner. Aber die krasse Sache, finde ich, ist hier bei den Artworks. Vor allem als YouTuber und ich brauche oft Artworks von Pokémon in guter Qualität. Und die sind hier echt hinterlegt, besser als auf anderen Wikis, finde ich.
Und zwar nämlich von allen Generationen. Also ich kann hier sogar den Sprite von Pokémon Smile anschauen. Black and White 2, GIF, in der höchsten Auflösung, die auch im Spiel drin war. Animiert. Platin. Shiny, nicht Shiny. Ich kann hier Shiny aktivieren. Und ich kann einfach rechts drücken und dieses Bild runterladen. Pokémon Home natürlich und auch sogar Pokémon Home animiert. Also das finde ich krass. Jedes Pokémon hinterlegt mit den krassesten, hochauflösendsten Artworks einfach. Beta-Pokémon-Design sogar. Wow. Aber die haben halt noch krass viel mehr, wie ihr hier seht. Wir kriegen hier eine Liste von all den Shiny-Locked-Pokémon, die es bisher gibt. Findet man auch auf Serebi. Hier sieht's cooler aus. Shiny-Hunting-Methods. Jedes Spiel aufgelistet, welche Shiny-Hunting-Methoden es gibt und wie die Chancen davon sind. Geht einfach auf die Seite, es gibt Sacken viel. Schaut euch da durch. Sie haben so viele verschiedene Sachen und Tools, Pokédex-Tracker und Shiny-Hunting-Counter und was nicht alles. Spinder-Pattern-Generator, oh mein Gott. Dann gibt es noch eine andere Infoseite, ist vor allem ein Forum, wo extrem genaue Daten stehen. Man muss halt nur wissen, welche und wie man dieses Forum durch... Aber Google hilft euch da. Zum Beispiel, also Smogon heißt sie, Smogon University. Und zum Beispiel ein krasser Guide, wo ich viele Informationen für meine Videos auch rausgesaugt habe, ist natürlich der Pokémon Transfer Guide, wo wirklich explizit beschrieben ist, wie man Pokémon von welcher Gen auf welches Spiel bekommt, mit welchen Codes, mit welchen... Also was man dafür braucht und so weiter. Es ist wirklich sowas von genau runtergeschrieben. Oder auch ein fetter Guide dafür, welche Pokémon man wie in welchen Bällen bekommt und welche davon legitim sind. Genauso auch Dragonfly Cave. Die habt ihr schon oft gesehen, wie ich die benutzt habe, vor allem für Catch Calculator. Dazu komme ich später noch. Aber allgemein, The Cave of Dragonflies hat extrem viele coole Tools und Informationen zu jeglichen Gens. So zum Beispiel bei Sinnoh kann man hier rausfinden, welche Honeytrees bei einem Mamfaxo hat und so weiter. Kennt ihr vielleicht aus meinem Gen 4 Video. Auch hier einfach unfassbar gute, genaue Informationen, vor allem für ältere Spiele. Und noch genauer bezogen auf alte Gens, genauer Gen 1 und 2, ist die Website Blue Moon Falls. Wo ich auch später noch genauer dazu komme, aber auch hier sind extrem hilfreiche Tools, wie zum Beispiel der Shiny EQ Previewer. Falls ihr es nicht wusstet, in Pokémon Stadium 2 kann man seine Eier anschauen aus den Original-Cartridges und daran sieht man, ob das Ei shiny ist, also ob das Pokémon shiny ausschlüpfen wird. Und hier kann man die Werte dafür eingeben. Und wenn ihr dann die Daten von eurem Pokémon eingebt, seht ihr, wie der Unterschied wäre, wenn das Pokémon shiny ist. Wie krass ist das denn? Das waren die Wikis bzw. Seiten, die einfach super viele Infos beinhalten. Guckt euch auf den Seiten um. Machen wir weiter mit einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Shiny Hunten. Und da gibt es eben besonders viele Tools, die euch dabei helfen können, eure Shiny Hunts zu tracken, herauszufinden, was ihr wie, wo, was Shiny Hunten könnt und noch ein paar andere Sachen. Zuerst haben wir diese krasse Seite hier, Skyward. Ist eine GitHub-Seite auf jeden Fall. Ihr findet alles in der Beschreibung natürlich. Und hier kann ich jedes Pokémon mir aussuchen. Und dann wähle ich hier zum Beispiel wieder meinen Sepa aus und dann kann ich eingeben, da in welchem Spiel ich das jagen möchte. Nehmen wir zum Beispiel mal Platin. Dann steht hier eben die Methode, es in Platin zu finden, wäre es auszubrüten. Normales Encountern, normales Soft Resetten wird da nie aufgelistet, weil das ist Standard. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel nur in Scarlet und Violet es suchen möchte, dann werden hier Mass Outbreaks vorgeschlagen. Also hier kann ich einfach meine Pokémon auswählen und gucken, in welchem Spiel welche Methode funktioniert oder ob es da überhaupt gibt zum Beispiel. Kann sehr hilfreich sein, wenn man sich nicht so auskennt und nicht weiß, wo welches Pokémon überhaupt gibt und wo welche Methode möglich ist. Wenn man dann aber nach einem Shiny sucht, möchte man ja meistens auch mitzählen, wie viele man schon gesehen hat, bevor das Shiny kommt. Ein Shiny-Counter. Und hier gibt es die Website shinyhunt.com. Die gibt es übrigens auch als App, könnt ihr runterladen für App Store, Google Play Store und so weiter. Aber hier könnt ihr einfach ein Pokémon auswählen. Wir nehmen wieder Kingdra. Ich kann hier dann sogar auswählen, in welchem Spiel ich das gerade suche. Scarlet. Und dann kann ich sogar hier aussuchen, welche Methode ich gerade benutze. Muss man natürlich nicht alles, glaube ich, auswählen, aber wir machen mal hier Masuda. Und ich habe sogar den Shiny Charms. Einfach Informationen, dass ihr das nicht vergesst und dass wir wissen, wie dieses Shiny dann gefunden wurde. Und jedes Mal, wenn ich jetzt dieses Kingdra suche, dieses Seedra King, kann ich hier auf Play drücken und es wird sogar gemessen, wie lange ich schon danach suche. Also nicht nur könnt ihr jetzt auf das Bild klicken und wir haben eins gesehen, zwei gesehen, drei gesehen. Mir wird auch insgesamt angezeigt, wie lange ich danach gesucht habe. Man darf halt nur nicht vergessen, wieder auf Pause zu drücken, wenn man aufhört. Und wenn man es findet, kann man hier natürlich drauf drücken, man hat es gefunden. Und dann kann man hier auf Base Rate klicken und schauen, überhaupt, was die Shiny Chance gerade ist, mit der ich es suche. Also wirklich ein krasses Tool, das hier, ich glaube, A-Drive aufgebaut hat. Wahrscheinlich nicht alleine, aber das ist das, was, glaube ich, wirklich die meisten Leute benutzen am Handy oder auf dem PC, um einfach zu tracken, wie viele habe ich schon gesehen, bevor mein Shiny kommt. Und davon gibt es natürlich viele. Hier zum Beispiel Shiny Tracker.
Ich habe euch jetzt die beste gezeigt, finde ich, mit Shiny Hunt. Aber wenn ihr die aus irgendwelchen Gründen nicht mögt, es gibt wirklich viele, wie zum Beispiel diese hier. Hier könnt ihr auch einfach euer Pokémon auswählen, welches ihr gerade sucht. Und dann eingeben und einfach plus, 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 plus. Und dann kann man das genauso tracken. Hier ist auch ein Bild dabei. Nur nicht so ganz so schön wie die andere Seite, finde ich. Aber wenn ihr noch eine andere wollt, dann gibt es auch noch shinyhunters.com. Hier könnt ihr auch einfach einen Shiny Hunter Counter hinzufügen und bearbeiten. Und dann könnt ihr hier einfach auf plus, minus und einfach auch hier klicken. Aber auch hier einfach nicht ganz so cool wie die shinyhunt.com Seite. Wollt ihr das Ganze nicht auf einer Website machen, sondern tatsächlich als Software auf eurem PC, dann gibt es hier einen Reddit-Post, wo man sich eine Software dafür runterladen kann. Und die Software PK Counter sieht dann einfach so aus. Hier können wir auch wieder ein Pokémon einfach hinzufügen. Und wir können sogar noch ein Pokémon hinzufügen, mehrere Hands gleichzeitig machen oder einfach gleichzeitig offen haben. Mit den verschiedensten Informationen wieder und dann hier auch einen Hotkey vergeben. Dann können wir einfach mit dem gewissen Hotkey, verschiedenen Hotkeys, einfach zählen, wie oft wir schon Pipi oder Bisasam gesehen haben. Ist halt auch ein Shiny Hunter, ist halt eine Software. Wenn ihr das Ganze wirklich auch speichern wollt, nicht im Internet, auf irgendeiner Cloud, auf irgendeinem Server, sondern wirklich auf eurem PC, ist das eine Datei, die dann gespeichert ist. Und dann gibt es noch eine wundervolle Software, und zwar der Auto Shiny Counter. Das ist das hier. Darüber habe ich schon ein Video gemacht. Schaut euch einfach das Video an, wenn es euch interessiert. Findet ihr hier oben rechts. Da erkläre ich, wie es installiert, wie ihr es benutzt. Vor allem für Streamer, YouTuber ist das sehr, sehr gut. Wenn ihr eine Capture Card habt, wenn ihr euer Spiel irgendwie abfilmen könnt, dann könnt ihr den Computer automatisch eure Shinies zählen lassen oder halt eure Encounter zählen lassen, bis das Shiny kommt. Macht es, wenn ihr euch verzählt, so wie ich immer. Ihr werdet euch nie wieder verzählen, weil es wirklich 1:1 mitzählt. Dann bin ich hier wieder bei Blue Moon Falls und was Shiny Hunting anbelangt, ja, man kann auch in Gen 1 Shiny hunten. Ich habe dazu ein Video gemacht, auch hier wieder ein Video, wie ich Shiny Arctos in Gen 1 gefangen habe. Man huntet Shinies in Gen 1 anhand ihrer Stats, anhand ihrer IVs. Und Blue Moon Falls hat hier genau eingestellt, bei welchem Pokémon man welche IVs braucht. Und dann kann man das Pokémon hier eingeben und sieht ganz genau, auf welches Level man das Pokémon bringen muss, welche Stats es haben muss, damit es dann in Gen 2 und höher Shiny ist. Wenn ihr in Gen 1 Shiny hunten wollt, müsst ihr die benutzen. Und hier ist noch eine sehr coole, ich sag mal, Excel-Tabelle. Und zwar haben sich Leute die Mühe gemacht, jedem Pokémon und jedem Shiny-Pokémon einen Ball zuzuordnen, der am besten optisch und thematisch passt. Und unten kann man auf Tabs klicken, auf die verschiedenen Gens. Wenn ich hier zum Beispiel auf Gen 4 gehe, ich meine, das ist natürlich alles subjektiv. Aber so subjektiv ist es jetzt auch nicht, eine Farbe zur Farbe zuzuordnen. Und dann sieht man eben, welcher Ball einfach am besten passen würde, um das Pokémon darin zu fangen. Wenn ihr darauf Wert legt, dann schaut euch mal die Tabelle an. Vielleicht habt ihr neue Ideen, in welchen Bällen ihr eure Shinies fangen wollt. Dann noch ein krasses Tool hier ist dieses hier. Wie nennt man das eigentlich? Permutations Tool? Und zwar in Legends Arceus gibt es eine Shiny Hunting Methode mit massiven Massenausbrüchen, wo man, wenn man jegliche Kombination an diesen Massenausbrüchen anschaut, indem man halt die killt, encountert, flüchtet, was nicht alles, kommen immer wieder andere Pokémon. Und somit hat man eine sehr, 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 sehr hohe Chance, dass irgendwann in diesem Ausbruch, in dem einen Ausbruch ein Shiny drin ist. Und das ist eben eine Tabelle, mit der man abkreuzen kann, was man schon hat, welche Kombination man schon gefunden hat und was man noch für eine Kombination noch killen, flüchten, was auch immer machen muss. Das war alles, was ich zu Shiny Hunting benutze und kenne. Wie gesagt, wenn ihr andere Sachen kennt, andere Sachen mögt, benutzt, dann ab mit euch in die Kommentare, schreibt sie da rein, vorenthaltet sie uns nicht. Aber wir machen jetzt weiter mit dem allgemeinen Thema Sammeln. Was brauchen wir alles, um Pokémon zu sammeln? Und die Seite, die ich immer empfehle und die ihr in meinen Videos seht, supereffective.gg. Denn hier gibt es einfach den Pokédex und vor allem den Living Dex Tracker. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach auf einen meiner Dexes draufgehe, seht ihr, man kann hier einfach super Pokémon an- und ausklicken. Man sieht halt, je nachdem, was man eingestellt hat, sieht man einen National-Dex, einen regionalen Dex von Home, von Gold und Silber, egal was, was man halt einstellt und bekommt so in dieser Pokémon Home, in diesem Pokémon Home-Format alles schön aufgelistet und kann sie sich so abkreuzen. Und genauso natürlich auch mit Shininess, ne? Also ich kann das Ganze umstellen auf Shiny und dann werden alle Shinies mir angezeigt und ich kann die abkreuzen und ich sehe, welche ich noch brauche. Einfach ein super, wenn ich, finde ich, das beste Tool, die beste Website, um wirklich seine Hunts, seine Sammlung zu tracken und up-to-date zu bleiben und genau zu wissen, zu jeder Zeit, das brauche ich noch, das habe ich schon. Aber die Seite kann sogar ein bisschen mehr. Wenn ich hier oben auf Pokédex klicke, kann ich auf jedes Pokémon einfach draufklicken. Mir wird angezeigt, wo ich das Pokémon fangen kann, beziehungsweise wo ich es storen kann. Das kann man natürlich auch auf Wikis nachlesen, aber hier ist es definitiv einfacher, wenn man einfach sagt, oh, ich brauche noch einen Schluckweg, draufklicken, ah, kann ich hier überall fangen.
Es gibt noch einen anderen Tracker, den viele Leute benutzen. Das ist einfach der Pokédex-Tracker. Das Ding funktioniert genauso, nur ich finde, der ist einfach nicht so hübsch, ne? Aber ja, das ist auch in Boxen unterteilt. Und ich kann hier auch einfach jederzeit, wenn ich sage, ich habe einen Arcani in Shiny, klick und dann habe ich das. Und auch hier, ich kann auf Information klicken und mir wird angezeigt, wo das Pokémon überall vorkommt, aber sogar hier genauer auf welcher Route und nicht nur in welchem Spiel. Ist halt einfach genau so ein Tracker, nur halt nicht so schön. Dann komme ich zurück zu Dragonfly Cave und hier gibt es eben die, finde ich, besten Calculator, um zu kalkulieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ein Pokémon zu fangen. Ihr habt es in meinen Videos oft gesehen, die benutze ich immer, wenn ich sage, ich bin hier in Gen 3 und in Gen 3 will ich einen Rayquaza fangen. Und dann sehe ich sogar hier, das ist einfach interessant. Egal, ob ich ein Level 100 Rayquaza fangen will oder ein Level 1 Rayquaza fangen will, die Wahrscheinlichkeit, ein Pokémon zu fangen in Gen 1 bis, ich glaube, sogar 5, das Level ist egal. Aber wenn ich dann eben die HP runtergehe, sieht man, dass es sich dann doch irgendwann ändert. Und deswegen benutze ich diese Seite, um einfach zu sehen, okay, wie hoch ist meine Wahrscheinlichkeit, tatsächlich einen Rayquaza im Pokéball zu fangen? 0,8% im gelben Bereich. Wenn ich aber dann den Ultraball benutze, also den Hyperball, sind es 1,5%. Und so könnt ihr einfach genau für eure Shiny Hunts vor allem kalkulieren, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wie lang werde ich wahrscheinlich brauchen, wie viele Bälle werde ich wahrscheinlich brauchen, weil hier steht dann zum Beispiel, dass so gut wie 100% der Catch funktioniert, brauche ich 186 Hyperbälle in dem Fall. Und dann wisst ihr, ich sollte mindestens so viele mitnehmen, wenn ich Rayquaza sein Shiny fangen möchte in, naja, Gen 3. Und das gibt's für jede Gen super gut. Für die neuere Gen, Gen 9, gibt es hier bei Rotom Labs einen Calculator, den ich hier und da benutzt habe. Allerdings ehrlich gesagt, man muss nicht wirklich in Gen 9 kalkulieren, wie gut ein Pokémon drin bleibt, denn die bleiben alle sehr einfach drin. Aber ihr könnt auch hier einfach jetzt, Koraidon ist zum Beispiel interessant, einfach den Namen von Koraidon eingeben, Pokéball eingeben und dann seht ihr, wenn ich Koraidon im Pokéball fangen möchte, ohne irgendwelche Verbesserungen, dann wäre das eine Chance von 1,5%. Aber nichts hier 0,4% wie bei Rayquaza, ey. Koraidon. Na, die Zeiten sind vorbei mit schweren Legis im Pokéball fangen. Und dann kommen wir zu einem kleinen, aber doch nicht so kleinen Kapitel, und zwar Ribbon Masters. Es gibt zwei wundervolle Webseiten, die euch unterstützen dabei, einen Ribbon Master zu bekommen. Ich erkläre nicht so viel dazu, aber ihr wisst, es gibt Ribbons in Pokémon seit Gen 3, glaube ich. Ribbon Master ist einfach ein Pokémon, das alle Ribbons hat, das es haben kann. Und hier gibt es eine wundervolle Seite mit allen, wirklich allen Informationen, wie man Ribbons bekommt, welche Ribbons man bekommen kann und vor allem auch zum Beispiel hier ist die Auswahl der Pokémon, die alle Ribbons haben können. Also wenn ihr wirklich alle verfügbaren Ribbons auf ein Pokémon haben wollt, geht das nur mit dieser Auswahl an Pokémon hier. Aber wenn wir dann genauer gucken, ne, man fängt mit Hoenn an oder mit Orre an und dann sieht man hier all die Erklärungen, was man machen muss, um die verschiedenen Ribbons sich zu holen. Weil es sind verdammt viele und das ist eine Challenge, die ich machen möchte, nachdem ich mit meinem Origin Dex fertig bin. Ich möchte einen Ribbon Master machen. Und das ist eben die Erklärungsseite dafür, Artis Ribbon Handbook. Und da gibt es hier eine Seite, bei der man sein Pokémon reinstellen kann. Also ich kann hier einfach auf Plus drücken, kann alle Informationen von dem Pokémon eingeben. Und hier habe ich zum Beispiel einen Trassler eingegeben und kann jetzt hier bei Trassler nachschauen, welche Ribbons dieses Trassler alles haben kann. Und vor allem dann steht hier auch, Achtung, Achtung, bevor du die nicht alle hast, geh nicht weiter zu Gen 4 oder levels nicht ab über 50 oder über 70. Denn dann kannst du gewisse Ribbons nicht mehr kriegen. Also super Guides, super Tools, super Hilfestellungen, um Ribbon Masters zu machen. Und das war das Sammeln-Kapitel. Und alles andere, was jetzt kommt, ist nicht wenig, aber dafür hatte ich einfach kein Kapitel. Das sind jetzt die sonstigen Sachen. Einfach coole Website, coole Tools, die ihr mal auschecken solltet. Bisschen sehr simpel, aber ich finde, es ist die coolste Seite von wie sie aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Einfach, naja, welcher Typ ist gegen welchen Typen effektiv. Und ich finde, es ist hier einfach cool und einfach gemacht. Ich sage, was ich bin, Boden, Kampf. Und mir wird halt angezeigt, was gegen mich sehr effektiv ist. Oder ich bin eben die Offensive, also Fighting Ground. Und sehe dann, gegen was ich sehr guten Schaden mache. Einfach eine schöne Seite, die das einfach gut zeigt. Denn ich habe mir das immer noch nicht gemerkt. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie merken. Dann habe ich hier drei Seiten, die komplett darum gehen, Rezepte zu machen in Gen 9, wenn ihr noch Gen 9 spielt. Das Schöne ist, Bisa-Fans hat eine, die sogar deutsch ist, weil die Zutaten sind ja nicht so leicht auf Englisch und Deutsch zu unterscheiden. Und hier kann man einfach super eingeben, ich will Schillerkraft, ich will Gift und ich will Level 3. Und dann weiß ich ganz genau, sehe ich all die Rezepte, die ich machen kann, um Schillerkraft 3 zu bekommen. Es gibt hier zum Beispiel noch einen Sandwich-Simulator. Da kann ich einfach die Sachen eingeben und schauen, was das ergeben würde. Auch nicht schlecht, wenn man selber Sandwiches bauen möchte. Und dann gibt es hier noch das gleiche wie bei Bisa-Fans so ein bisschen. Man kann hier einfach eingeben, als auf Englisch dann, was man gerne hätte. Encounter Power, Typ Flying, Level 3.
Und dann kann ich Calculate drücken und dann macht er mir hier Sandwiches, die das alles mir geben würden. Und dann kann ich mir eins aussuchen. Auch Gen 9, wenn ihr viele Terra Raids macht, ist hier eine Seite, die quasi die simuliert und euch genau zeigt, was für ein Pokémon ihr einsetzen solltet. Hier wird auch zum Beispiel das Event angezeigt von Megani gerade. Und dann könnt ihr unten sehen, welchen Typ euer Pokémon haben sollte, welche Attacken es haben sollte, um gegen Megani gut anzukommen. Meganie. Aber ihr könnt auch jeden Raid hier eingeben, der existiert. Keine Ahnung, ein Azumarill Raid. Könnt eingeben, was es für ein Terra-Typ hat. Feuer, komisches Azumarill. Und dann könnt ihr auch hier wieder sehen, welche Typen denn am besten wären, wenn ihr gegen das Azumarill im Terra-Raid ankommen wollt. Dann eine wirklich coole Seite ist nuzlocke.app. Ich habe nie viele Nuzlocks gemacht, aber wenn, dann werde ich auf jeden Fall diese Seite jetzt immer benutzen. Und zwar könnt ihr hier wirklich das Spiel eingeben, sogar ROM-Hacks sind auch mit dabei. Da sagen wir einfach ganz, ganz oldschool, erstes Pokémon-Spiel, Pokémon Blau. Und dann sehe ich ganz genau, hier Starter auswählen, kann ich eingeben, welchen Starter ich genommen habe. Dann in Palutown kann ich vielleicht auch einen Encounter haben. Dann kommt Blue, mein Rival. Dann Route 1 kann ich auch einen Encounter mir holen. Dann Viridian City kann ich mir auch einen Encounter holen. Und so weiter. Oh, ich kann hier sogar draufklicken. Das sieht nice aus. Also wirklich ein perfekter Ablauf, wie die Nuzlocke laufen wird. Und ihr könnt hier eintragen, was ihr für Pokémon gefangen habt. Oder ihr seht vor allem auch, die Route, die kann ich noch checken. Die Route, die kann ich jetzt noch checken. Sehr coole Website, sehr coole App, die euch einfach beim Nuzlocken sehr hilft. Aber wenn ihr Nuzlocker seid, kennt ihr wahrscheinlich noch viele andere coole Webseiten. Wie gesagt, in die Kommentare. Und dann zum Abschluss habe ich noch ein paar kleine Games, die ihr vielleicht nicht kennt, wenn ihr unter einem Stein lebt. Zum Beispiel Pokedoku, das funktioniert aber nur auf Englisch. Heißt einfach, man muss hier so quasi Rätsel lösen. Also ein Grasstarter wäre zum Beispiel das, was niemand natürlich nimmt. Bisasam, ich muss aber Englisch eingeben, also Bulbasaur. Und als ihr Bulbasaur, dann sehe ich, dass 15% der Leute haben auch Bulbasaur gesagt. Das Ziel ist natürlich, eine Zahl zu kriegen, die so klein ist wie möglich. Aber das Ziel ist vor allem einfach, das ganze Feld zu füllen. Flying, Monotype, Dodo wahrscheinlich, oder? Falsch? Ist Dodo normal? Ein sehr cooles Spiel, was ich immer, finde ich, Spaß macht, ist, alle Pokémon aufzuzählen, die einem einfallen. Und hier habe ich mal einen Link generiert für all die Spiele, die es hier auf Sporkle gibt. Und zwar standardmäßig Gen 1. Und ich finde, das ist immer mal wieder cool zu spielen, um zu wissen, wie gut man eigentlich ist. Und hier kann man einfach alle 151 Pokémon eingeben und schauen, ob einem alle einfallen in 15 Minuten und wie schnell vor allem. Also wenn ich da Mew reinschreibe, Mewtwo, schreibt man anders, Mewtwo, wie schreibt man Mewtwo? Okay. Bisasam, Bisaknosp, ne, ihr versteht's. Und so füllt sich langsam diese Liste. Ist halt ein cooles Spiel, so einfach, was man zwischendrin machen kann, um ein bisschen sein Gehirn anzustrengen. Und dann gibt's natürlich noch Who is that Pokémon? Und dafür gibt's auch eine Seite, die sogar auf Deutsch funktioniert, wenn ihr hier oben Deutsch einstellt. Ihr könnt das einfach machen. Einfach, dann ist es einfach nur das Pokémon und muss ich sagen, wie das heißt. Asian, ja, herzlichen Glückwunsch. Wie schreibt man das? Ach, das ist Samazenta. Senta. Ah. Bei Elite ist es der Schrei, den ihr erkennen müsst. Also hier einfach eine Website mit Who's That Pokémon, die ausnahmsweise auch auf Deutsch funktioniert, falls ihr die noch nicht kenntet. Kanntet. Und ihr seht, ich bin schon durch. Das waren einige Webseiten, würde ich sagen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie was zeigen, was ihr noch nicht kanntet, was ihr interessant fandet. Wenn ihr alles schon kanntet, schreibt es in die Kommentare und sagt, Leo, du Idiot, das war alles super langweilig. Wenn ihr was gefunden habt, sagt in den Kommentaren, ob ihr was Cooles gefunden habt, was ihr ab jetzt vielleicht benutzen werdet. Ansonsten, wie gesagt, schreibt unten da rein in das angepinnte Kommentar, was ihr noch Cooles findet, was ihr noch Cooles habt, was ihr empfehlt, wie man vielleicht coole Informationen findet, coole Spiele auch. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Aber wir werden natürlich jetzt wieder Patreons aufzählen. Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr Patreon seid. Mauri, Jonas, Devilbee, Linky, Supernova, J-Gamer, Robin, Superphil, Mika, Menik, Matthias, Majora, Menemon, Azrael, Marigold, machen Tanz draus, Itaku, Danuva, Captain Krawall, JJ, Maverick, Marco Brein, Hamke, der Fast Guy, Eva, Del Prani und Henriette. Vielen, vielen Dank, dass ihr Patreon seid und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.